MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play-Projekt, ein neues Let's Play-Projekt, ein neuer Karrieremodus in FIFA 14, diesmal auf der PS4, auf der Next-Gen-Version. Ja, als Erklärung, ich dachte erstmal, ich könnte meinen Karrieremodus von der PS3 mit auf die PS4 nehmen, geht leider nicht. So, man muss sich jetzt einen neuen starten und ich habe mir gedacht, ich nehme mal ein Team, was nicht aus der Bundesliga ist. Und das werdet ihr auch gleich sehen. So, willkommen zurück. Aufgrund deiner Fortschritte in der FIFA 14 Karriere hast du Anspruch auf folgende Verbesserung. Einige dieser Objekte sind optional. Bitte markiere die Verbesserung, die du in einer kommenden Karriere übernehmen möchtest. Revanche-Möglichkeit, Spieler bearbeiten, freischalten. 60% Erhöhung deines Starttransferbudgets. Das ist doch mal eine nice Sache. Dann nehme ich das mal mit, weil der Verein, den ich jetzt nehme, der hat nicht unendlich viel Geld. Und da sind wir auch schon richtig. Beim FC Arsenal, bei den Gunners. Die werde ich hier... Oh, die haben über 80. Die werde ich jetzt mal hier auf der Next-Gen-Karriere nehmen. Ich wollte mal unbedingt in die englische Liga. Und somit haben wir das hier. Europäischen Wettbewerb können wir auch mal nehmen. Da sind wir direkt in der Champions League. Die Gruppe, in der wir sind, das wäre Marseille, Dortmund und Napoli, wenn ich mich nicht täusche. Das ist dann, glaube ich, sogar schon die Gruppe, oder? Das dürfte die Originalgruppe sein. Ja, das können wir ausmachen. Aktuelle herunterladen. Ich probiere mich erstmal auf Profi und 5 Minuten. Das geht in Ordnung. So, dann gehen wir mal auf Weiter. Die Aktualisierung ziehen wir uns da mal eben runter. So. Und dann können wir auch gleich schon starten bei der Kaderplanung. Das Gute ist, auf der PS4 gehen jetzt diese Tage endlich viel schneller simuliert. Und da die PS4 ja auch 8 GB Arbeitsspeicher hatte und die PS3, wenn ich mich nicht täusche, glaube nur 2 GB. Und natürlich sind auch die restlichen Spezifikationen der PS4 wesentlich besser. Können wir da auf jeden Fall mehr machen und dann geht das alles auch viel schneller. Halten wir uns nicht so viele Menü auf, können dann auch letztendlich mehr spielen. So, und wir nennen uns Held Up TGB TV. Ich glaube, sie hießen wir auch letzte Karriere. Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, der PS4-Controller gefällt mir echt wesentlich besser als der PS3-Controller. Wir sind natürlich Deutscher. Das können wir soweit lassen. Und Hautfarben, ja gut, dann mache ich doch mal hell. Schmächtig, ja, schmächtig bin ich nicht. Ne? Ich mache mal regulär. Marineblau, grau, ja komm, grau. Hemd und Schlips, Jogginganzug. Ja komm, Jogginganzug, ganz lässig zum Spiel. Und Asa beruft TGB TV als neuen Chef. Ich habe jetzt keinen Bock, das ehrlich gesagt vorzulesen. Deshalb lasse ich es auch einfach mal. Und wer das jetzt lesen möchte, der kann das gerne machen. Aber wer schon mal Karriere gespielt hat, weiß, was da ungefähr steht. Von wegen, hey, ja, hier, wir haben einen neuen Trainer. Und jetzt wird alles geil. Der wird jetzt alles zerbersten. Oh, mein Controller klackt schon. Das ist nicht gut. Den sollte ich jetzt auf jeden Fall mal schonen. Oh, Mann. So, Arsenal ist da Gervinho an Roma verkauft. 10 Millionen kommt, glaube ich, nicht ganz hin. Aber ist auf jeden Fall weg. Und so, hier haben wir Karrieren, die ich selbst schon gespielt habe. FC Schalke, Gunners, die habe ich schon mal mit Arsenal was gemacht. BXB, dann habe ich dann eine Dortmund-Karriere gemacht, Schande über mich. CR7 hat Bock. Ja, da habe ich eine Real-Karriere gemacht und CR7, Cristiano Ronaldo, hat sich erstmal auf 95 nach einer Saison entwickelt. Das war auch richtig geil. Und wir nehmen die Karriere jetzt Arsenal Let's Play. So. Arsenal, Leertaste. Let's Play. Fertig. Und dann speichert er das direkt schon mal. So, meine Freunde. Wir fangen jetzt nochmal ganz neu an. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt... Ah, der Pokalziel. Was wollen wir denn werden? Oh, wir sollen Pokalsieger werden. Wir haben hier einen Scout. Transfernetzwerk kennen wir ja schon. Ligaziel. Ligameister werden. Arsenal ist ja momentan auch Tabellenführer. Und mich würde jetzt mal interessieren, auf welchen Positionen müsste ich theoretisch noch was machen. Oh, Gnabry hat wieder ein Update bekommen.
Gnabry. Ja, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich hab immer gedacht, der heißt Gnabry. Ist ja ein Deutscher. Wie alt ist der? 17 oder so, ne? Ja, 17. Mertesacker 82, das ist schön. Und noch Miyachi. Bündner! Bündner! Bündner. Ramsey, das war cool, hat jetzt 81, hat schon plus 4 bekommen in FIFA. Walk hat jetzt auch bei 82, hat sich ja leider verletzt. Aber gut, dass wir ihn noch benutzen können. Ja, ich glaube, ich werde nochmal einen neuen Zehner holen, Rosinski verkaufen und nach einem richtigen Stürmer gucken. Giroud ist zwar nicht schlecht, aber ich meine, da könnte man auf jeden Fall mal was nachlegen. Ein bisschen Geld haben wir ja jetzt und vielleicht nochmal nach einem Innenverteidiger. Weil da haben wir wirklich nur drei Qualifizierte. Wir haben hier noch genau vier Wahlen. Da müssen wir mal gucken und dann diese ganzen Perspektivspieler da mal ausleihen. So. Das 48 Millionen habe ich gerade gesehen. Das geht ja in Ordnung. So, Fabianski. Na, läuft auch Vertrag in 12 Monaten aus. Der kann weg. Oh, boah, Tengen können wir theoretisch auch mal verleihen. So. Jenkinson. Ja, haben wir alles verliehen. Gnabry. Frage ist, behalten, ein paar Mal spielen lassen oder lieber verleihen? Ich glaube, dann verleihe ich erstmal lieber Miyachi. Diaby möchte ich auf jeden Fall loswerden. Ramsey und Flamini behalte ich auf jeden Fall. Wilshere auch sowieso. Rosinski eben möchte ich nicht unbedingt behalten. Özil natürlich auf jeden Fall. Und ich kann ihn auch. Ne, ich kann ihn auch gar nicht abgeben. Aber möchte ich auch nicht. Jetzt haben wir hier noch Afobe und Akpom. Können auch beide weg. Bendtner. Mal gucken, ob jemand was für den Fußballgott zahlen möchte. Park kann auch weg. Und das ist nicht der Sanogo, den ich dachte. Ja gut, aber dann können wir mal ausleihen. Und Arsenal ist ja auch an einem Spieler in echt momentan dran. In echt so, weißt du, so Real Life so. Julian Draxler, an dem hätte ich auch sehr starkes Interesse, weil er echt auch ein hohes Potenzial hat in FIFA. Hat sich bei mir mal auf 89 entwickelt und so ein Spieler in der ersten Saison kriegen wir vielleicht ein bisschen günstiger. Können wir mal schauen. Ist jetzt hier als LM eingestuft. Sieht doch schon mal schön aus hier. Den setzen wir mal auf Liebe Wunschliste und haben wir mal einen Scouting-Auftrag drauf gesetzt. Ansonsten wäre noch interessant ein Stürmer vom direkten Liga-Konkurrenten. Und zwar von Man City. Vielleicht weiß das einer schon. Es ist nicht Jovetic oder Aguero, die können wir uns nicht leisten. Ich finde Dzeko recht interessant. Der hat auch 83. Können wir mal gucken, ob wir da mal was in der Richtung noch kaufen. Einen Stürmer würde ich nämlich schon reizvoll finden. Und ich muss gleich noch einen Scouting-Auftrag festlegen. Genau. So, Transferangebot für Miyachi. Verleihen wir nach Nottingham Forest. Ich glaube, die sind in der zweiten englischen Liga, wenn ich mich nicht täusche. Ziel Champions League Cup. Och, Halbfinale. Das geht ja noch in Ordnung. Also verhältnismäßig, dass wir das Double schon holen sollen, geht das in Ordnung. Jetzt gehe ich mal hier ins Netzwerk. Dann bin ich mit 2 Sternen. Ich glaube, dann gucke ich mal, ob ich hier einen mit 3 Sternen oder so finde. Ja, hier, der ist doch billig hier für 1,2 Millionen. Brauche jetzt hier nicht einen für 9 Millionen haben. So, haben wir noch irgendwas? Ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Was für 9 Millionen? Sehe ich das jetzt nicht irgendwie ein? Irgendwie nicht so ein. Dann gehen wir erstmal auch weiter. Also geht ja auf der PS4 echt schön, schön schnell. Und direkt wieder ein Transferangebot für Olivier Giroud. Athletic Bilbao. Nee, Giroud möchte ich nicht abgeben. Ich möchte 2 Stürmer haben und ich habe jetzt keinen Bock, direkt wieder den ganzen Kader umzukrempeln. Und ich finde auch Giroud nicht wirklich schlecht. Und 81er Stürmer, den wir dann hinterher noch als Alternative haben. Jetzt haben wir hier ein Angebot für Rosinski, die Rückkehraktion vielleicht vom Borussia Dortmund. Hat Marktwert 6 Millionen, also fordere ich auch erstmal 6. Und was noch? Chesney nach sprach wieder Southampton. WTF. Aber auch erstmal ablehnen. Chesney finde ich gar nicht schlecht, ist auch erst 23. Da kann man doch mal gucken, wie der sich so entwickelt. Oh, und Lewandowski ist für 36 Millionen nach Chelsea gegangen. Aber Dortmund möchte Rosinski nicht für 6 Millionen kaufen. Und oh. Manchester City hat ein Angebot für 16 Millionen akzeptiert. Da müssen wir da jetzt hinterher eilen. Da müssen wir hinterher eilen.
16 Millionen hat Dortmund gewonnen. Da muss ich dir ja zwangsweise auch wiegen, so wie es aussieht. Weil Angelico hätte ich schon stärkeres Interesse, muss ich sagen. Draxler. Ja. Kann man auch schon mal Angebot machen. Zwischen 15 und 21. Dann mache ich mal ebenfalls. Obwohl, ich kann auch diesen Rosinski da drauf bieten. Wenn sie den eventuell haben wollen. Mache ich mal 12 Millionen und Rosinski würde dann ungefähr bei Wert 18 Millionen liegen. Das wäre ja in Ordnung. So. Dann mal weiter. Sind jetzt schon Mitte Juli. Es geht alles relativ fix hier. Jetzt haben wir ein Angebot für Koscielny. Nee. Möchte ich auch erstmal behalten. Und Giroud zurück nach Lyon. Ich glaube, der kommt sogar von Lyon. Nee, wie gesagt, Giroud möchte ich erstmal behalten, weil ich auch noch nicht weiß, ob ich mir überhaupt noch einen zweiten Stürmer hole. Das wird man dann alles sehen. Borussia Dortmund hat akzeptiert. Für 16 Millionen. Ja, ich habe auch 16 Millionen gewonnen. Und Giroud und Bendtner. Oh, Wolfsburg zahlt viel. Also wenn Wolfsburg mir 20 Millionen für Giroud zahlt, dann wäre ich dabei. Die sind ja immer ganz gut im Zahlen. Bendtner. Nee. Die Legende geht hier nicht unter 4 Millionen. Also Bendtner, Leute, Bendtner ist für mich eindeutiger Fußballer des Jahres. Wer nicht den Mythos von Niklas Bendtner kennt, der ist falsch im Fußball. Und was habe ich gesagt? Wolfsburg zahlt die Kohle. 20 Millionen für Olivier Giroud. Ah, keine schlechte Sache. Keine schlechte Sache. Und Schalke möchte anscheinend Rosinski haben. Hat jetzt 16,5 gefordert. Ah, ich bleibe erstmal bei 12 stehen. Also, City hat akzeptiert und dann hoffen wir mal, dass sich Dzeko für uns entscheidet. Würde bei uns auch essentieller Stammspieler sein. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. So. Verhandlungsende. Dzeko hat sich für Dortmund entschieden. Verdammt. Bendtner. Ah, dann lassen wir ihn nicht gehen. Haben wir jetzt momentan, wenn Dings geht hier, wenn Giroud geht, kein Stürmer mehr. Da müssen wir jetzt mal hier einen Scouting-Auftrag machen. Den schicken wir jetzt erstmal nach England und suchen uns einen Stürmer zwischen 16 und 28. Stammspielerqualität und ja, Stammspielerqualität. Vielleicht erfolgreich noch. Und Position. Stürmer. Ja, Angreifer. Das können wir so lassen. Scout haben wir jetzt auch weggeschickt. Das passt doch. So, Transferangebot für Ju-Jung Park. Das geht in Ordnung. Das ist 100.000 unter Wert, aber das Geld nehmen wir mit. Aufträge sind jetzt ja klar. So, Spielerverkauf, damit ist Giroud weg. Nee, oder? Doch, Giroud ist weg. Und sie wollen, Schalke will anscheinend unbedingt 16,5 Millionen. Ich biete jetzt erstmal 15 und wir haben jetzt 49 Millionen, um uns hier einen schönen Stürmer zu holen. Die Frage ist, wen könnte man sich jetzt als Stürmer holen? Ne? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Mir wird jetzt spontan vielleicht Huntelaar einfallen, den man noch relativ günstig kriegen könnte, weil er jetzt schon ein bisschen älter ist. Den ich aber auch nicht schlecht finde. Nicht nur, weil ich jetzt Schalke-Fan bin, weil ich den echt gut finde. Ich glaube, jetzt 28 oder 29 ist er. Ich meine 29, genau. 15,5 Millionen wert. Ah, 15 Millionen, ich weiß nicht. Mal schauen, mal schauen. Was ist mit Mandzukic von Bayern? Können wir auch mal gucken. So, Bayern. Da. Können wir da ja mal hier nur 10 bieten. Na, 12 biete ich mal. Brauchen jetzt unbedingt einen Stürmer. So. Mandzukic, 25 Millionen, ach klar. Bendtner möchte die Position von Giroud übernehmen. Das ist natürlich auch eine starke Sache. Bendtner.
So, erster Scout-Bericht ist da. Dann schauen wir doch mal. Aguero, ja, super. Aguero wird ja auch nicht teuer oder so. Transferangebot für Fermal wäre schon dann eher ein Spieler, den ich gehen lassen könnte. Ich fordere mal 13. Das ist wahrscheinlich sehr utopisch. Aber damit wir den, können wir den Preis vielleicht ein bisschen in die Höhe treiben. Okay, Schalke möchte anscheinend unbedingt diese 16,5 Millionen. Und da ich Draxler unbedingt möchte, können wir Schalke diesen Gefallen auf jeden Fall mal tun. Und 19 Millionen. Anscheinend, ich biete mal 14. Also wir sehen, der Stürmermarkt ist teuer. So, was haben wir hier? Transferangebot für Chesney. Den erkläre ich jetzt erstmal für unverkäuflich, weil den möchte ich nicht abgeben und ich habe jetzt keinen Bock, immer hier so Angebote zu bekommen, die ich dann eh ablehne. Vermahlen also hier nicht. Und Huntelaar 20 Millionen. Nein, ganz bestimmt nicht. 15 werde ich jetzt hier nochmal bieten. Also 20 Millionen für Huntelaar, ganz bestimmt nicht. Jetzt haben wir gleich schon das erste Spiel und keinen Stürmer. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Aber Schalke hat erstmal hier akzeptiert. Draxler kriegt 90.000, 4 Jahre und ich weiß nicht, ob er Rotationsspieler annimmt. Ich versuch's einfach mal. Na, ich biete jetzt einfach hier nochmal 14. Vielleicht nehmen sie es ja irgendwann an. Hatte ich zumindest in meiner Karriere manchmal, dass ja, andere Vereine immer hohe Summen gefordert haben. Und ich dann einfach immer mehrmals die gleiche geboten habe und irgendwann haben sie es dann angenommen. So, das erste Spiel jetzt hier. Ich werde die Testspiele aber simulieren, also die werde ich nicht spielen. Bendtner und Gnabry. Ach, jetzt habe ich die getauscht. Den können wir ja mal die Chance geben. Flamini. Ramsey. Ja, das passt soweit. Und ich lasse mal Podolski für Cazorla spielen. So, das simulieren wir dann mal ganz schnell, weil ein Testspiel müssen wir jetzt nicht unbedingt spielen. Machen aber, glaube ich, auch nicht so viele Let's Player. Von daher simulieren wir es mal. 1-1. Ich bin ja immer froh, wenn sich in den... Oh, Gnabry hat das. Gnabry. Ich spreche den immer falsch aus. Ich bin ja immer froh, wenn sich in den Testspielen keiner verletzt. Von daher passt das schon. Und Draxler hat abgelehnt. Dann bieten wir den mal wichtiger Stammspieler an. Mit 5 Jahren und 100.000. Wir haben momentan mehr als genug Gehalt. Und wir haben ja eigentlich so viel Geld, dass wir uns einen richtig guten Stürmer holen könnten. Die Frage ist, wen? Was ist denn mit Diego Costa? Was ist denn mit Diego Costa? Da hätte ich doch jetzt mal Interesse. Was kostet denn Diego Costa? Bin ich schon vorbei? Na klar, ist er bei Atletico. Da. So, Diego Costa. Müssen wir erstmal hier scouten, damit wir mehr über den herausfinden. Ah, und ich habe noch einen Jungspieler, den ich haben möchte. Ich habe noch einen Jungspieler, den ich haben möchte. Nicht den Torres, sondern den anderen, auch von Atletico. Das ist mir nämlich gerade eingefallen. Den möchte ich nämlich auf jeden Fall haben. Der müsste ein ZOM sein. Da ist er, Olivier Torres. Vielleicht mal gucken, was der ungefähr kostet. Und dann mal auf weiter. So, jetzt Transferangebot für Jack Wilshere. Nee, werde ich nicht verkaufen. Ganz bestimmt nicht. Wilshere hat viel Potenzial, ist 21, erst und hat schon 82 und ist auch eine sehr, sehr wichtige Figur bei uns im Team. Von daher werde ich bei Wilshere definitiv nicht auf ihn verzichten. Jetzt haben wir hier schon das zweite Spiel, das werde ich auch noch simulieren. Der erste Part wird ja in der Karriere immer ein bisschen länger bei mir, bei uns. Oh, Özil hat 88, sehr schön. Und hatte Draxler jetzt schon akzeptiert? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Anscheinend noch nicht. So. Osinski ist ja auch noch da. Ja gut. Lass ich Monreal mal spielen. Haben ganz schön viele die Form nach unten gehabt. Und was ist jetzt mit Gnabry? Gnabry? Wie spricht man ihn aus? Keine Ahnung. 1-1 und Özil ist verletzt. Das ist eine Scheißsache. Benden hat wieder getroffen. Und Özil aber nur für 7 Tage, das geht, dann muss ich im letzten Testspiel mal schonen. Aber Draxler hat jetzt akzeptiert und ich habe eine Freundschaftsanfrage erhalten von Ritvano17. Und jetzt haben wir theoretisch noch 47 Millionen für, ja, meines Erachtens einen Stürmer und einen Innenverteidiger. Nee, Mertesacker gebe ich nicht ab. Und Innenverteidiger, Innenverteidiger. Ja, da weiß ich, wen ich mir hole.
Bei Innenverteidiger weiß ich, wen ich mir hole. Und zwar Mangala von Porto. Den finde ich richtig klasse. Ist auch ein Ultimate Team richtig starker Spieler. Weil er eben richtig schnell ist und dazu auch noch guten Kopfball und gute Verteidigungswerte hat. Und ist auch, glaube ich, noch relativ jung. Genau, 22. Der wird jetzt ja auch erstmal gescoutet. Porto. Haut ja aber auch Talente wie am Schnürchen raus. Und wie es aussieht. Jetzt habe ich hier eine Nachricht, die werde ich jetzt mal kurz lesen. Wahrscheinlich hier wieder, ich kenne dich von YouTube. Was geht, Brother? Ja gut, er kennt mich. Aber ich kann es leider nicht antworten. Tut mir leid, mache ich nachher. Tut mir leid. Also es ist nett, dass ihr mir immer so schöne Nachrichten schreibt. Ich beantworte die auch meistens. Finde ich cool, finde ich cool. Aber wir brauchen jetzt mindestens noch zwei. Mindestens einen starken Stürmer. So. Transferangebot für Koscielny. Nee. So, kann ich Sie was fragen? Ja, Sanogo möchte spielen. Noch nö. Nicht wirklich. Aber ich lasse auf jeden Fall mal Draxler spielen. So, und Gnabry hat jetzt genug gespielt. Da darf Chamberlain mal ran. Und Walker dafür Wilshere. Ach, Walker, was er Arteta, meine ich. Der Rest passt soweit und ich brauche unbedingt jetzt gleich einen Stürmer. Jetzt kann ich mal Diego Costa da ein erstes Angebot unterbreiten. Können wir hier nicht nur mit Benten an die Saison starten. So, Testspiel aber 3-0 gewonnen und Benten hat wieder ein Tor gemacht. Also so schlecht ist er nicht drauf. Ich muss jetzt hier einmal gucken, wann das erste Spiel ist. Ja, da haben wir noch 12 Tage Zeit. Das geht ja noch. Ich werde jetzt hier gleich erstmal gucken. Wie es. Ah, hier ist nur Aguero. Ich bearbeite mal den einen Auftrag hier. Und zwar mache ich das erfolgreich mal weg. So. Ich glaube, erfolgreich greift immer auf die Form auch zu. So, Mangala. Na, hier wissen wir noch nicht genug. Costa. Da wissen wir anscheinend doch schon genug. Da bieten wir mal 22 Millionen. Also Costa wird dann schon ein Sümmchen mehr kosten. Ich weiß jetzt nicht, ob er 83 oder 84 momentan hat in FIFA. Da bin ich mir auch nicht sicher. Und Olivier Torres möchte ich mir auch holen, weil es ist ein krasser Nachwuchsspieler. Hat, glaube ich, 74 oder 75. Und sowas für die Zukunft zu haben, ist nie eine schlechte Sache. Und ist auch nicht verkehrt. So haben wir ihn jetzt hoffentlich demnächst unter Vertrag. So, Schalke, also dann können wir die Verhandlung mit Huntelaar als beendet betrachten. Und Bayern hat jetzt 15 Millionen für Mandzukic akzeptiert. Ja, da muss ich mal gucken, wie es dann aussieht mit den Stürmern. Ob ich mir dann noch Costa hole, dass ich dann zwei gute Stürmer habe und dann Bendtner als Reservisten noch habe. Da muss ich gucken, ob es mit dem Geld reicht. So, Torres erstmal abgelehnt und Costa wohl 30 Millionen. Oh, jetzt ist die Verbindung mit meinem Headset weg. Was ist da denn passiert? Ist aber nicht schön. Ich habe der FIFA-Musik ganz brav gelauscht. Ah, jetzt ist es wieder drin. Jetzt ist es wieder drin. Jetzt ist es wieder drin. Funktioniert alles. Sehr schön. So, 25 Millionen bieten wir erstmal. Und was ist mit Torres? Ein neues Angebot. 6 Millionen. So. Abschlussbericht zu Costa. Aktuell ist aus England noch ein Spieler. Nur Aguero, wie es aussieht. Transferangebot für Mertesacker. Nein. Möchte ich nicht verkaufen. Abgelehnt. So, Costa haben wir jetzt. Das möchte ich aber auch mal hier Mangala. Immer mal 10 Millionen. Ich weiß nicht, in welche Richtung der Preis von Mangala geht. Ob ich da vielleicht noch einen Vermahlen drauf biete. Der hat ja auch nur 80. Oder nur 80, ne? Schauen wir mal. So, Transferangebot für Bendtner. Nee. Der ist ja ganz gut drauf. Und was ist mit Dzeko? Dann bieten wir nochmal 6.
Ich glaube, zwei solche guten Stürmer können wir uns nicht holen. J-Cord abgelehnt. Er möchte wahrscheinlich ein essentieller Stammspieler sein. Ja, so wird's aussehen. Ich weiß nicht, ob ich mir Mandzukic tatsächlich holen werde. Mal schauen. Benzema war klasse. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Ich hole mir Benzema. Benzema ist eine gute Sache. Da haben wir einen mit 85. Ja, ich will mir Benzema holen. Ich will mir Benzema holen. Jo. Benzema ist eine gute Sache. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Benzema kann man sich mal holen. Benzema ist eine gute Sache. So, Karim Benzema. Dürfte man auch so ziemlich zu dem gleichen Preis wie Costa dann am Ende kriegen. 25 Millionen. Aber wir haben gerade gesehen, ich glaube Inter oder Juve war es, die auch mitgeboten haben. In den News. Hier Inter. Steht aber noch nicht, wie viel sie geboten haben. Und das erste Saisonspiel steht unmittelbar bevor und wir haben noch keinen Stürmer. Abschlussbericht zu Torres. Oh, das sieht krass aus für einen 17-Jährigen, 18-Jährigen. Dann verleihen wir mal Afobe. Inakzeptabel Madrid. Und jetzt hat Mandzukic wieder abgelehnt. Okay. Ihm gefällt es dort in Bayern und dann wollen wir ihn auch nicht weiter da weglocken. Porto hat auch erstmal abgelehnt. Spieler verliehen, inakzeptabel. Für Torres. Na, komm, 7. Na, ich weiß nicht, was der Mangala kosten soll. Ich habe jetzt da einfach gerade mal random irgendwas reingeworfen. Eventuell 16 Millionen, aber dann bleibt nicht mehr viel Geld übrig für Benzema. Der ja auch seine 25 Millionen, denke ich mal, kosten wird. Inakzeptabel, ja. Wahrscheinlich sogar 30, dann muss ich 30 bieten. Dann habe ich nur noch 17 Millionen für Mangala. So. England abgegrast. Und was die kommende Partie angeht, Gnabry möchte spielen. Ich werde jetzt hier einmal noch den Kader sortieren. Damit wir das dann im nächsten Part alles parat haben, indem ich nächsten Part alles parat haben. Ist auch gut. Dort werde ich dann nämlich das erste Spiel spielen. Ich weiß jetzt gerade nicht, gegen wen es ist. Und Özil ist natürlich auch wieder fit, hat jetzt auch 88. Sehr schön. Boah, da hat jemand die Rollladen hochgezogen. Ganz schön erschreckt. Jo. Chamberlain erstmal runter. Dann machen wir das. So. Ja, der Torwart kann auch weg. Und dann kann Chamberlain auch wieder drauf. So. Jetzt machen wir das noch hier. Mal zwei gute Ersatztorhüter, da kann uns eigentlich nichts passieren. Auch noch einmal mit 55. Und wie gesagt, ich möchte in der Abwehr auf jeden Fall nochmal einen Spieler holen. Im Mittelfeld sind wir jetzt relativ gut besetzt. Da möchte ich ja eigentlich Diaby noch abgeben. Schauen wir mal. Eisfeld haben wir auch noch, wer auch immer das ist. Und somit steht der Kader fürs erste Saisonspiel. Mal schauen, was es dann am Ende gibt. Jetzt kann ich nochmal einmal zu den Trikotnummern gehen. Wenn keiner die 31 hat, dann gebe ich die nämlich Draxler. Ne, hatte keiner. Ja gut, passt. Und dann werde ich hier erstmal speichern. Und wir sehen uns im nächsten Part, würde ich da mal sagen. Beim ersten Spiel und ich hoffe dann, dass wir dann auch nächstes Spiel, nächsten Part Benzema verpflichten. Ich verabschiede mich wie immer und sage ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, FIFA 14, Karrieremodus auf Next Gen, haut rein. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende gesehen hast. Uns gibt es natürlich auf vielen sozialen Plattformen, zum Beispiel auf Facebook. Uns könnt ihr natürlich auch weiterhin auf YouTube folgen unter unserem Kanal. Und uns gibt es natürlich auch auf Twitter unter TGBTV1. Wir bedanken uns recht herzlich. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer TGBTV-Team.